So, es gibt bestimmt einige unter euch, die sagen, boah, das sieht doch schon nett aus. Das kann man doch eigentlich fast so lassen. Ne? Jetzt fängt die eigentliche Arbeit an. Jetzt müssen wir das nämlich alles plastisch so formen, dass es, auch ein bisschen Tiefe noch kriegt. So. Wie kriege ich Gelb dunkler? Wie kriege ich diese ganzen Schatten hier hin? Da. Seht ihr, es ist dunkler jetzt, indem ich Violett dazu gebe. Und Violett habe ich ja gerade nicht auf der Palette, also mische mir das aus Rot und Blau. Dann gibt es immer ein paar Schlaue, die dann meinen, ja, gib da einfach Schwarz dazu. Mach das mal bitte zu Hause, dann werdet ihr merken, das geht nicht. Hier habe ich einen Schatten von dem Kotflügel, ne? Dann hier noch an der Tür. Okay, dann kämen jetzt die helleren Farben. Dann nehme ich jetzt meinen anderen Pinsel. Da arbeite ich jetzt pastos, das heißt, also normal soll man ja nicht so viel Farbe wie hier nehmen auf dem Pinsel, aber ich möchte es jetzt richtig drauf kletschen hier. So, bam. Also ich kriege jetzt praktisch diese ganzen Kanten an dem Auto dadurch, dass ich dass ich Helligkeitsunterschiede erzeuge. So, ich finde, das sieht schon sehr, sehr schön aus. Und da das Video ja auch schnell fertig werden soll, würde ich jetzt sagen, ich lasse das jetzt. Also das kann man logisch, ne? Man kann das jetzt natürlich total perfekt und schön machen. Nur ich finde das jetzt schon okay so. So kann es bleiben. So, jetzt werde ich noch ein paar Sachen nachjustieren. Den Tankdeckel, den tupfe ich jetzt praktisch nur mit dem hier auf. Ne? So, jetzt kann ich auch die Griffe wiederholen. Mache ich einfach nur, tupfe ich jetzt auch auf. Vorne einen Punkt, hinten einen größeren Punkt. Fertig. So, dann haben wir hier die ganzen Kanten. Solange es gerade Striche sind, ne? Sobald es gekrümmte Striche sind, brauche ich natürlich hier wieder meinen Linierpinsel. Schwarz mit Rot. Und es ist so heftig heiß, dass die Farbe hier schon getrocknet ist. Das Rot, krass, echt. So, jetzt muss ich genau gucken, da ist noch ein Strich. Ihr seht, dass ich den Pinsel immer wieder ins Wasser tupfe, damit die Farbe halt auf dem Linierpinsel vermalbar bleibt. Dann haben wir hier eine so Reflexion auf den Stoßstangen, die ich jetzt total übertreibe mit reinem Weiß. Wie ihr seht, es tut dem Bild gut. Das ist halt der Vorteil des Künstlers, der kann interpretieren. Jo, gut. Dann machen wir hier nur die ganzen. Oh Gott, das sind ganz viele Details. Ne? Das ist ja nicht so meins eigentlich. Eine Strafe für mich, diese ganzen Sachen zu malen. Aber andererseits ist das Motiv, finde ich, halt wirklich sehr, sehr ansprechend. Na, guck mal, da hinten ist ja dunkel, nicht hell. Sehe ich gerade.
wird richtig gemalt. Kennt ihr das, wenn ihr mit der Nase zu dicht am Motiv seid? Ja, deswegen empfehle ich euch den Kursen immer wieder, so Leute, einmal aufstehen, einen Schritt zurück und sich das Ganze nochmal in Ruhe von der Entfernung angucken, wo man es nämlich auch angucken würde, wenn man zu Hause ist, weil das Bild hängt an der Wand und nicht 30 cm vor der Nase. So, yeah, das kriegt doch jetzt immer mehr, wird richtig toll, finde ich jetzt. Also das gefällt mir, total gutes Motiv. So, und das möchte ich, dass sich das gegen den Hintergrund wieder mehr abhebt und deswegen kriegt das jetzt oben nochmal richtig Licht. So, zack. Okay. Ja, jetzt fehlen eigentlich nur die Reifen. Ich lasse die Stoßstangen, mache ich jetzt nicht exakt. Weil wenn ich mir das jetzt wirklich, wenn ich das mal ein bisschen weghalt von mir mal anschaue, dann sehe ich, dass das richtig gut aussieht. Eine Kleinigkeit noch, also dieser Bogen da hinten von dem. Der Bogen gefällt mir nicht. Ah, ich lasse den jetzt. Das ist ja nur für euch, ihr könnt es ja dann besser machen. Ne? Ja, so Kleinigkeiten haben wir hier noch. Hier vorne kann man damit der Zahnbürste das noch machen. Wer Lust drauf hat, haben wir letztens im Kurs auch eine heftige Diskussion gehabt. Es gibt halt Leute, die mögen das nicht mit der Zahnbürste. So, in Ordnung. Ich nehme eigentlich auch lieber einen Pinsel. Ja. Ja, ich schaffe es in einer Stunde. Halleluja. So, Kleinigkeiten noch. Wir machen noch weiter mit Kleinigkeiten und Tipps. Die Fenster sehen jetzt ja echt aus wie schwarze Flecken. Damit die jetzt ein bisschen. Die sind aber durchsichtig. Und. Damit die ein bisschen Pep kriegen, mische ich mir jetzt das Kylinblau mit Schwarz, sodass es wieder fast, also sehr dunkel ist, aber trotzdem deutlich heller als Schwarz. Und setze jetzt einfach so ein paar Streifen drüber. Ja, ist sogar ein bisschen zu dunkel, manchmal etwas heller. Und plötzlich seht ihr, wird das Fenster irgendwie ja, nicht durchsichtig, es wird, ja, wie soll ich sagen, es kriegt so, es wirkt realistischer. Mit der Fensterscheibe hier vorne bin ich auch noch nicht zufrieden und die ist mir noch zu, auch noch ein bisschen zu dunkel. So, yeah. Ach so, da. Ha, verdammt. Ich. Wenn ich denke, ich bin fertig, dann sehe ich nur, dass ich habe hier unten dieses komische ästhetische Teil hier noch gar nicht fertig. So, okay, Reifen und gut ist. Aber dann mache ich jetzt mit dem, wie heißt das? Katzenzungenpinsel. Und mit Spitzpinsel wahrscheinlich. So, das wird jetzt nicht ganz einfach. Also Reifen sind, das ist wie im Porträt die Augen, die man dann zum Schluss macht. Das ist eine Herausforderung. Dieses Getupfe, das sind jetzt einfach die Löcher in der Felge, die ja dann durchschimmern. Und ich verwende als Farbe wieder Schwarz mit Kylinblau, weil sich das von der Straße halt so ein bisschen reflektierend in den Reifen wiederfindet. Und ich, wie ihr seht, mache ich jetzt erstmal Unifarben. Ne? Und die endgültigen Farben mache ich dann gleich. So, hier oben kann es auf jeden Fall wieder rein schwarz werden, weil das ist so dunkel, da kann man auch auf dem Foto keine Unterschiede erkennen. So. Okay, und hier ist das Gleiche. Also hier haben wir die Löcher von den. So, und jetzt muss ich die Reifen halt an bestimmten Stellen etwas heller machen. Erst ein bisschen und dann. Fingern kriege ich das ganz gut hin, diesen, halt diesen Effekt, dieses leicht verwaschene und Verlauf, also dass es halt kein gerader Strich ist.
Okay, dann kommt die Mitte. Ich weiß jetzt nicht, wie weit ich da gehen soll in der Exaktheit. Ich glaube, ich werde das jetzt einfach so ausmalen. Ja, jetzt habe ich gerade die schönen Punkte gemalt, jetzt übermale ich sie. Ein bisschen unlogisch, aber es ist ja so, dass ich dieses, ich habe das Motiv ja nicht ausprobiert und mache das jetzt intuitiv, damit wir halt das ganze Ding in einer Stunde fertig kriegen. Dass die jetzt dreieckig sind, das ist mir jetzt auch egal, ich mache das jetzt einfach nur so. Punkte. So, und damit das Ganze jetzt ein bisschen Räumlichkeit noch kriegt, nehme ich jetzt ganz hell und mache halt dann zwischendurch hier noch so Reflexion, ne? So. Damit würde ich sagen, seht ihr? Also, obwohl ich jetzt wirklich nur hier, also eigentlich lüge, ne? Ihr findet ja gerade diese Reifen neu, wirken sie trotzdem realistisch. Ja, also ich denke mal, für eine Skizze in einer Stunde kann man damit, glaube ich, ganz zufrieden sein. Natürlich, ich könnte jetzt ewig weitermachen, ne? Also ich sehe sofort auf Anhieb zum Beispiel Stellen, wo ich sage, ey Mann, das muss, da muss es dunkler werden, ne? Hier. Merkt, dass das dann immer gleich ausmacht, ne? So kleine Änderungen. Dann sieht es gleich ganz anders aus. Aber es ist halt nur eine Skizze. Ja, ich hoffe, dass das vielleicht eine kleine Anregung für euch ist, sowas auch mal auszuprobieren. Wie ihr seht, macht es eine Menge Spaß. Und ja, ist halt mal was anderes. Also Automalen mache ich eigentlich ganz gerne, muss ich sagen. Aber ein Video dazu habe ich noch nie gemacht. Heute das erste Mal. So, ein bisschen Helligkeit hier vorne. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmalen und denke, wir sehen uns bald beim nächsten Video wieder. Okay, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.